ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Das heißt, ich lehne das jetzt mal ab. Oh, die dritte Neonameise kommt rein. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es eine neue Trading Challenge. Und zwar seht ihr es im Hintergrund schon. Ich habe schon das erste Angebot reinbekommen. Es geht um das Zicklein, gewöhnlich in Neon. Ich kriege jetzt schon 2 Neonameisen angeboten, aber ich muss dankend ablehnen, weil ich weiß nicht, 2 Neonameisen sind auch cool, ja, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Das heißt, ich lehne das jetzt mal ab. Oh, die dritte Neonameise kommt rein. Das ist ja ein Kid Goat. Hat auf laut Elbebred eine 0,45 Chance, also nee, Prozent. Und 3 Ameisen sind Mehrwert, sehe ich gerade, lol. 3 Ameisen sind Mehrwert. Warte mal. Zicklein. Zicklein. Habe ich sogar noch einmal, glaube ich, in Neon. Ich habe ihn ja 2-mal in Neon und 1-mal in Mega Neon, das weiß ich ja. Nee, lehnen wir trotzdem ab. So. Wir gehen jetzt mal arbeiten, weil hier ist einfach keiner, aber ich weiß, dass es ein voller Server ist, deswegen gehen wir mal einmal hier hin. Oh ja, hier geht's ab, okay. Jetzt schreibe ich es mal rein. Was hat Roche im Hintergrund gemacht? Roche? Wo bist du? Der hat meine Dopmi-Egg darunter geworfen, ich glaube das nicht. Da möchte mich jemand ärgern. Na gut, dann würde ich sagen, wechsle ich den Server. So, neuer Server, neues Glück und auch hier ist niemand. Ey, was ist das denn also mit den ganzen Servern? Also das sollte eigentlich auch ein voller Server sein, aber irgendwie haben wir kein Glück. Okay, hier vorne. Oh, okay. Da, haben wir ein Angebot bekommen, okay. Für mein Kit-Code kriegen wir eine Cobra angeboten. Ich habe auch nebenbei Elbebred auf am besten. Eine Cobra Flyride. Schreibt mal rein, no thank you, weil ich brauche jetzt eine Cobra Flyride nicht, um ehrlich zu sein. Cobra Flyride normal. Ist sogar Mehrwert, sehe ich gerade. Auch Wüsteneck, nee. Auch ein Wüsteneck möchte ich nicht haben. Davon habe ich genug, Freunde. Ja gut, hat abgelehnt. Na gut. Also eine Cobra wäre laut der Seite sogar mehr wert, also ist wertvoller als 3 Ameisen in Neon. Das ist schon nicht ohne, also laut Elvebred, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie vertraue ich der ganzen Seite nicht. Also, ey, das Neon, ich meine, gut, Freunde, ich habe es ja mittlerweile schon im Mega-Neon geschafft, das zu machen. Ich meine, das ist auch nur gewöhnlich, ne? Gewöhnlich geht ja am schnellsten, das ist ja, keine Ahnung, das geht nach ein paar Stunden am Tag, wenn ihr das macht, dann ist es schon in Neon. Irgendwie will niemand mit mir traden. Da muss ich, glaube ich, auch wieder den Server wechseln. Trade 5 Legendary Pets. Okay, komm, wir handeln mit dir. Na, okay. Diese Legendary Pets sehen cool aus. Ja, oder sie hat kein Offer. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Ja. Bevor ich in den Server bin, schreibe ich schon rein, dass ich Neon Kid Gold trade. Bin gespannt. Ob hier wieder keine Person ist hier. Das ist sehr, sehr schade. So. Na, willst du wieder vor die Kamera? Da hat es wieder jemand ins Video geschafft. Hey, da hat es jemand wieder ins Video geschafft. Sagst du Hallo? Sagst du Hallo? Ja, das ist meine Nase. Das ist meine Nase. Ja, das ist mein Auge. So, kleine Maus. Dann sagst du dich bis auf meinen Schoß und währenddessen drehe ich die Videos. Wissen die Leute auch nicht, wo sind die Leute hin? Irgendwie will aber niemand mein Neon Kid Goat. Möchte anscheinend niemand. Da, jetzt kommt eine Person wenigstens mit der Handelsanfrage rein. So. Neon Zicklein, komm. Eine Neon-Schmeißfliege. Feuriger Feuerfuchs. Ich frage mal nach, ob er noch was anderes vielleicht mir bieten kann. Ich meine, es ist gut, ich kriege auch Neon-Pad zurück angeboten, aber irgendwie begeistern die mich nicht so ganz. Jetzt macht er nur den feurigen Feuerfuchs rein, oder wie verstehe ich das? Ah, okay. Neon-Ameise. Ja, diese Neon-Ameise gibt es halt wie Sand am Meer. Warte mal, wie oft habe ich die denn eigentlich? Ja gut, ich habe die auch einmal in Neon. Und ja, ich habe die 28, 30 mal 4. Also ich habe die über 30 mal die Ameisen, das heißt, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, dann versuchen wir es weiter. Da, Delfin, ausgewachsen. Wie, für meine Neon? No, thank you. Also ich brauche jetzt nicht einen normalen Delfin, der ungewöhnlich ist, ein Flyride für ein Neon-Zicklein. Also, muss nicht sein. Na gut, okay, ich glaube, hier will niemand mehr tauschen. Ja, aber irgendwie ist doch der Server nicht so voll. Und guck mal auf den Server, ob wir hier vielleicht ein besseres Angebot finden, weil die anderen beiden Server irgendwie enttäuschend. Oh, da habe ich schon ein Angebot reinbekommen. Okay. Bevor ich überhaupt was reintun konnte, habe ich schon ein Angebot reinbekommen. Neongeist, okay. Ist interessant, aber ich zeige euch mal etwas.
Den Geist habe ich so oft in Neon. Guck mal, ich kann ihn zum zweiten Mal zum Mega-Neon machen. Das heißt, Geist ist ein cooles Angebot. Ja, aber ist, glaube ich, für mich nicht relevant. Und laut der Seite wäre die Person auch drüber. Also die Person wäre over. Das Angebot mit dem Geist ist besser als meins mit dem Zicklein. Den kriegt man auch günstig und relativ schnell. Ach, okay, er hat abgelehnt. Okay, ich glaube echt, ich hätte vielleicht dieses Angebot mit den drei Neonameisen annehmen müssen. Weil das war schon, glaube ich, ein gutes Angebot. Drei Neonameisen? Wieso eigentlich nicht? Schade, weil ich habe den ja zweimal. Ich hätte das echt annehmen müssen. Ich habe den ja auch schon fertig in Mega Neon. Das heißt, ich brauche den ja nicht nochmal. Ah, Claudio. Das war vielleicht nicht so clever von dir. Das war vielleicht das erste Mal nicht so clever von mir. Wurde in die Lobby eingeladen? Nö, ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen. Ich muss traden. Freunde, ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen mit dem, ja, mit dem Tipps und Tricks. Ja, also die Tipps und Tricks sind gut, aber man muss halt echt viel Zeit investieren, weil ich zeige es euch mal kurz. Ich bin Level 23 und ja, es geht ja bis zu Level 50. Das heißt, man muss noch richtig reingrinden und richtig reinschwitzen. Aber es kann was werden. So, das ist der letzte Server, weil irgendwie kommt nichts Gutes zustande. Ja, durch dieses Update sind da, also leiden die Trading-Videos leider, weil schaut mal, ich kann jetzt, also ich gehe dahin, ja, ich frage auch an, ob ich traden kann, aber irgendwie wollen die meisten nicht. Das heißt, das ist ganz schwierig, das umzusetzen. Beziehungsweise die sehen es einfach nicht, weil die alle hier stehen. Schaut mal. Oh, wieso wird mein Text gelöscht? So, Neon. Oh, gegen Neon Capricorn? Ich glaube, das ist, also ich glaube, der möchte, dass ich ihm einfach ein Angebot mache. Der ist ja viel, viel drüber als ich. I see your profile. Ich weiß nicht, was wir Neon Capricorn post, also bieten kann. Mein Profil, was denn mein Profil, also for trade? Ja, ich habe hier einige Neon Pets for trade, ja, aber was möchte er denn machen? Also, was möchte er dann haben? Wieso wird denn mein Text gelöscht? Na gut, ich glaube, wir machen Trick 17. Wir fragen jetzt die Leute. Wir machen das jetzt so. Wir kopieren uns den Text und machen das jetzt so. Vielleicht passiert ja, also vielleicht kann ja, kann es ja was werden. Hm. Die Person hat, glaube ich, ah, okay, aber abgelehnt. Na gut. Ich kann es ja auch nicht erwarten. Trade House. Okay, komm, ich schreibe. Wir handeln einfach erstmal ein paar Leute an. In der Hoffnung, dass sie einfach annehmen. So. Ja, ich meine, den Neon Säbelzahn würde ich auch annehmen, aber den habe ich auch und der sieht auch schick aus. Abgelehnt. Na gut. Na gut. Also, ja. Das ist schade. Die meisten Leute lehnen einfach ab, ohne überhaupt sich das anzuschauen. So, wir warten, damit die Person den Text lesen kann. Ich meine, Polarentier ist cool, ja. Ist auch wesentlich drüber als Zicklein. Aber ich habe ja gefragt. Okay, sie schreibt. No, sorry. Okay, immerhin danke. Schade, schade, schade. Aber ihr seht, Freunde, ich schreibe jetzt schon die Leute an. Ach, ich glaube, man darf nicht mehr dieselben Sachen hintereinander schreiben. Dann sperrt das Adopt Me. Okay. Hier will jemand flexen, wie rich er ist. Mit drei Neon-Einhörnern. No, thank you. Hm, na gut. Check my profile. Okay, lass mal dein Profile abchecken. My Pets. Dream Pets, okay. Handelsverlauf. Er hat einen Känguru bekommen von Dem. Wer ist denn Dem? Habe ich ja jetzt auch wieder mittlerweile in Neon. Endlich. Und will die Person annehmen, Roboterhund und Lunamondbär. Freunde, das war's mit dem Video. Es ist ein Fail geworden. Ich habe jetzt eine halbe Stunde versucht, einen Trade zustande zu bringen, aber keiner möchte meinen Neon-Zicklein. Das ist sehr, sehr traurig. Ich kann es leider nicht ändern und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber was soll ich machen? Ich kann es leider nicht ändern. Ich meine, wenn die Leute nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.